Ja, liebe Zuschauer, begrüße Sie ganz herzlich. Heute stehe ich an der Laterne von der Gisela. Das war ja wirklich eine der großen Damen hier in München und natürlich das Schwabinger Urgestein Wolfgang Rucker. Was hat es denn mit dieser Laterne an und für sich? Das hat natürlich eine besondere Bewandtnis. Zum ersten Mal, dass sie jetzt hier am Platz steht, ist mir letztes Jahr gelungen, wie der Platz neu gestaltet wurde. Und somit leuchtet die Laterne als Symbol für Schwabing an diesem Platz. Warum sie krumm ist, weiß ich auch erst seit einem Jahr. In dem Lokal von der Gisela 1960 hat sie eine neue Lautsprecheranlage bekommen. Und der Mast von der Laterne ging im Weg um. War zu lang. Und nein, durch der gerade Stab. Und dann hat sich der Lehrling von der Anlagenbaufirma was eifern lassen, haben die Laterne mit zum Goetheplatz genommen. Nebenan von der Schlosserei hat er sich ein Schweißgerät geholt und hat die so gekrümmt, dass die Laterne nicht mehr gestört hat. Mhm. Das ist der Grund, warum sie krumm ist. Nicht, weil die Gisela so schräge Lieder gesungen hat, sondern... Der Novak lässt mich nicht verkommen. Ja, genau. Ja. Und ab der Zeit hat sie an der schrägen Laterne gesungen. Und ich bin ganz stolz und froh. Zum 85. Geburtstag habe ich ihr das noch versprochen. Die Laterne werde ich schaffen, dass sie am Platz kommt. Das war 2014, haben wir ja noch den 85. Geburtstag bei mir gefeiert. Und sie strahlt und leuchtet für Schwabing, auch für Schwabing in die Zukunft. Schwabing lebt. Schwabing lebt. Jetzt gehen wir mal rüber. Sie haben ja seit 51 Jahren einen wunderbaren, ja, kann man schon sagen, Laden, gell? Ja, okay. Sie haben begonnen mit Poster. Und wie war denn das? Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Sie sind ja Fotograf von Haus aus, einer der berühmtesten Fotografen hier in unserem schönen München. Aber danke, danke. Ja, ich habe natürlich als ich war schon immer Fotograf, in der Schule schon. Fotograf war einfach meine Berufung und nicht Beruf. Ich sollte ja eigentlich zur Post und Beamter. Ich hätte wahrscheinlich jetzt lauter neue Prüfmarken geben, aber so konnte ich auch Olympiaden schon 64 in Innsbruck. Ich habe also hab immer das Außergewöhnliche gesucht und gemacht. Mhm. Und am 1. April 66 bin ich hier in Schwabing eingezogen, mit meinem Großfotobetrieb. Ich habe da schon Großfotos gemacht für Werbung und Dekoration. Also im Grunde waren Sie immer selbstständig, oder? Ich war schon immer selbstständig. Immer selbstständig. Ja. Und ja, außer der Lehrzeit. Ja. Und was war das für eine Lehre? In Passau, Fotografenlehre. Ah, Fotografenlehre. Und richtig. Dann bin ich nach München zu Sauter und da habe ich natürlich die berühmte Adresse. War der in der Sonnenstraße, oder? Sonnenstraße und am Senninger Tor auf der anderen Seite. Ja, ja. Und da habe ich die Möglichkeit gehabt, mich zu verwirklichen. Ich habe Dinge oder Projekte gemacht, die als nicht machbar galten. Und das ist mein Markenzeichen bis heute. Bis heute. Und das mit Leidenschaft. Und so sage ich auch heute, dieses Geschäft oder Institution, sowas entsteht nur durch Leidenschaft. Und auch durch eine Vision. Sie sind ein richtiger Visionär. Also immer einfach wieder sehen, wo geht's lang. Ja, ja. Jetzt gehen wir mal rein und dann gehen wir mal ins Detail. Ja. Jetzt war. So. Ja, Herr Rucker, jetzt erzählen Sie mal die ganze Vision, weil das ist ja schon wirklich gigantisch. Also jeder kennt Sie natürlich in München, Sie sind eine Marke. Ihre Galerie ist wirklich ein Brand hier in München. Wie ging denn das los? Ich meine, es ist ja so leicht, wenn man sagt, ja, das war der Posterkönig, aber erstmal muss man auf die Idee kommen. Wie war denn das damals? Ich habe mit Großfotos begonnen für ganze Wandflächen, Dekoration. Und wer waren denn da Ihre Kunden? Wer waren große Firmen hier? Ja, es waren große Firmen. Mhm. Ich habe die Schaufenster München also damals schon dekoriert sozusagen. Ja. Und dann ging es natürlich auch für zu Hause die Wände. In den 60ern, wir haben alle noch leere Wände gehabt. Und da habe ich auch mal bei einer Brautpaarwerbung mitgemacht. Mhm. Und da kam keine Reaktion. Denn so eine Fotowand hätte 350 Mark gekostet. Mhm. Und wie ich dann mit meinesgleichen jungen Leuten gesprochen habe, ja, 350 Mark, da braucht man zuerst ein Bett oder einen Schrank, damals haben wir ja nichts gehabt. Ja, und das können wir uns nicht leisten. Und dann wollte ich hier in diesen Räumen einen Ausstellungsraum für Großfoto machen. Hinter den Wänden sind noch die Leinwand-Großfotos. Ja, und über Nacht kam ich auf die Idee vom Poster. Da hat der Dr. Alfred Meyer, damals Musikeranwalt, ein guter Freund von mir aus New York, ein paar so in Plastik gerollte Poster mitgebracht.
Und eine Minute später habe ich gefragt, du, was haben die gekostet? Ich sage da nicht, das ist ein Geschenk. Sag ich, ich muss das jetzt wissen. Hab die ausgemacht, Ho Chi Minh und so Sachen, ja, ja. Personality Poster. Ja. Und in der Nacht habe ich noch entschieden, kein Ausstellungsraum, ich mache einen Postershop auf. Und dann an dem Samstag ist die Stadt Ausstellungsraum als Postershop eröffnet worden. Und das war natürlich die Rakete schlechthin. Aber Sie haben ja Hunderttausende von Poster verkauft über die Jahre. Ja, 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 ja. Und ich meine, ist ja nicht so, dass Poster jetzt nicht mehr gingen. Weil also, es gibt ja immer noch leere weiße Wände. So, und man kann das ja selber zusammenstellen. Ja, klar. Poster ist ein fester Bestandteil bis zum heutigen Tag und auch in Zukunft. Es hat sich nur gewandelt. Man druckt nicht mehr ein Motiv in 10.000er Auflage. Heute hat man die Möglichkeit mit moderner Digitaldrucktechnik, da bin ich auch wieder mal der Pionier, ja, individuell einzeln in gewünschter Größe. Man sucht sich aus dem Riesen-Ad-Repertoire was aus und dann sagt er, ich will so und so groß, ich will es entweder aufgezogen haben oder gerammt und das auch für einen vernünftigen Preis. Nun ist es aber so, Sie haben ja unglaubliches Know-how. Ja, also Sie haben ja auch so ein architektonisches Auge. Also wenn Sie einfach irgendwo so Wände sehen, dann sagen Sie, okay, da passen jetzt einmal drei Bilder hin oder fünf oder man könnte so oder so einfach aufhängen. Das ist ja auch, glaube ich, ganz wichtig. Und was ja auch ganz wichtig ist, Sie sind ja hier wirklich an exponierter Lage. Das ist ja wirklich tiefstes Schwabing. Ja, im Herzen von Schwabing. Im Herzen von Schwabing, ja, ja. Jetzt haben Sie ja die drei Ks. Sagen Sie doch da mal was drüber. Kunst, Kultur, Kreativität. Okay. Kunst, Schwabing war schon immer ein Inbegriff für die Kunst, Künstlertreff, Künstlerleben. Mhm. Und das habe ich auch umgesetzt. Alles, was mit Bild zu tun hat, hat auch mit Kunst zu tun. Und wenn es nur ein einfacher Schnappschuss ist, dann ist er auch ein Kunstschnappschuss. Absolut. Wie auch immer. Bis hin zu Klassikern von alten Meistern oder auch von jungen Meistern, die ja Kunstschaffende sind. Und Kultur, ich mache seit der Zeit, früher habe ich den Laden bis nachts aufgehabt, dadurch ist er auch so berühmt geworden. Das wollen wir auch weiter so halten, denn Kultur ist in Schwabing auch zu Hause. Und am Abend finden hier immer wieder Veranstaltungen statt, wie jetzt im Januar und im Februar, also jeden Monat. Dieses Mal ist es der Pianist von der Lach- und Schießgesellschaft zu seinem 90. Geburtstag in Memorandum. Aber es wird hier nochmal diese Kultur, die der auch mit der Schlacht wieder lebendig gemacht. Ja. Und so hält man auch am Abend hier diesen Standort lebendig für die Kultur. Das dritte K, die Kreativität, ja, die ist von Anfang an hier in die Wiege gelegt und die möchte ich auch anderen Menschen in die Wiege legen. Weitergeben auch, das ist ja ganz wichtig. Das ist ja diese Erfahrung. Aber jetzt tun wir doch mal, Sie sind ja auch ein hervorragender Fotograf, ich sagte das schon. Damit haben Sie Berühmtheit erreicht. Danke. Aber inwieweit kann man denn auch, sagen wir mal, so junge Menschen, die sagen, ich möchte ein schönes Foto, jetzt machen wir ein Poster von mir selber oder von meinem Freund oder von meiner Freundin. Das sind ja auch so Dinge. Erzählen Sie mal ein bisschen was kann man denn aus dieser Poster-Erfahrung, was kann man denn da als Kreatives ableiten? Ja, erst einmal natürlich das Objekt als solches, einen geilen Schnappschuss, wenn man so schön sagt, mittlerweile mit dem Smartphone. Ja. Entscheidend ist der spontane Schnappschuss, nicht die Atelierfotografie, wie man es früher gemacht hat, hingestellt, vielleicht noch mit Kopfhalter und bitte lächeln, sondern der spontane Schnappschuss. Und den kann man weiterentwickeln. Also das heißt, wenn jetzt jemand irgendwie sagen wir mal, Party hat und lacht jemand, dann kann man zu Ihnen kommen mit diesem iPhone und kann sagen, machen Sie mal ein Poster draus, oder? Genau. Also das ist ja eine mega Geschichte. Und das können wir auch Pop-Art-mäßig ein bisschen aufpoppen noch und farbenmäßig und alles mögliche, oder? Verfremden. Ja. Und das ist eigentlich das Personality-Poster für zu Hause, wo man auch einen persönlichen Bezug hat. Ich muss mir jetzt nicht von Andy Warhol verpopptes Bild, was natürlich auch toll ist, aber das Persönliche ist natürlich schon was Besonderes. Und wenn jetzt wirklich mal eine Beziehung, sagen wir mal, auseinandergeht, kann man das auch wieder wegnehmen und kann so etwas. Ja, okay, da gäbe es auch Wechselrahmen. Genau. Oder man kann es auf die andere Seite der Platte wieder aufziehen. Genau, genau. Jetzt mal, Sie sind natürlich auch wieder an der Spitze der Typografie, der Technologie. Was spült sie denn hier ab, wenn man hier diese Geschichte hier sieht? Ja, die neueste Richtung, man hat nicht mehr Kataloge,
die man einmal im Jahr druckt und ein gewisses Repertoire zeigt. Man kann heute digital aufbereitet am Bildschirm die breite Schaffenskraft der Fotografie und der Malerei zeigen. Und die jungen Leute, die wollen auch nicht irgendwo in Bildern rumkramen. Die gehen, nicht die, Zeit, sondern die gehen am Bildschirm, ja. Und am Bildschirm ein bestimmtes Motto, was ihn interessiert. Und da haben wir hier zum Beispiel jetzt den Friedensengel, da gibt es verschiedene Beispiele. Die klickt er an und dann kann er das entweder farbig, mittlerweile auch oft in Schwarz-Weiß. Oder hier, ja. Und dann sieht man hier so ein Beispiel, nur auf die Bondplatte aufgezogen. Junge Leute wollen nicht immer Passepartout und Glasrahmen, sondern einfach nur aufgezogen. Ist eine Zeiterscheinung, aber man muss sich der Zeiterscheinung stellen. Das ist zum Beispiel und, wie schnell geht sowas? Also wenn das der, geht innerhalb Minuten. Der bestellt hier und da geht er hinter in der Digitaldruckabteilung und es gibt sonst nirgends. Er lebt da gleich sein bestelltes Bild, es kommt raus und dann sagt er, das will ich jetzt aufgezogen haben oder gerammt oder gerollt und nimmt es mit. Das ist die Fotografie und da können wir natürlich eine Vielzahl der Fotografen mit aufnehmen. Und das Gleiche machen wir für die Kunst, für die Malerei. Da haben wir auch, bisher ist es so, wenn man von Künstlern hat, können wir ein paar Originale zeigen. Mhm. Und das war's. Der Künstler hat aber 100 oder 200 im Atelier. Heute kann man das ganze Repertoire des Künstlers zeigen am Bildschirmen. Und dann ist das Gleiche wie in der Fotografie. Man sucht es aus. Entweder leiste ich mir das Original, aber jetzt bin ich wieder beim Ausgangspunkt, Poster. Wir damals junge Leute haben das Geld für eine große Fotowand nicht gehabt. Aber heute für Poster, haben wir das wahrscheinlich nicht, ja. Heute ist eine ähnliche Situation. Das Original kostet meinetwegen 3.000, 4.000 Euro. Mhm. Was sagt der Junge? Da kauft man lieber zuerst ein neues iPad oder ein Smartphone und so weiter. Oder das Original für 3.000, 4.000 Euro. Muss ich nicht haben, aber das Bild gefällt mir. Und das kriegt er dann als Digitaldruck auf Papier oder in höchster Qualität auf Leinwand, wie wir es hier schon sehen, auch in gewünschter Größe. Wenn das Original, sagen wir mal, Meter ist und ich will es aber bloß 80 cm, dann kriegt er es. Oder wenn das Original Meter ist und man sagt, ich hole das jetzt 1,80 Meter, kommt dann kriegt es in jeder gewünschten. Wie stellen Sie denn die Künstler zusammen? Ist das eine Software oder haben Sie auch zu den Künstlern persönlich Kontakt zum einen oder anderen dass der Künstler auch mal vor Ort erscheint? Ich habe zu allen Künstlern persönlichen Kontakt wie seit 50 Jahren. Das ist einfach mein Leben, meine Welt. Wieder das Know-how. Und auch, ja, da habe ich natürlich einen besonderen Bezug. Ich habe mit den Künstlern sozusagen Nutzungsvereinbarungen. Das ist ein stilles Kapital. Und dafür kann das dann in gewünschter Größe sofort. Das ist ja schon unglaublich. Also das ist ja zigtausende von Euros wert. Einmal den Bezug zu den Künstlern und natürlich dann das Sortiment zusammenstellen und schlussendlich, wo der Künstler dann auch selber mitmacht und sagt, ich bin auch interessiert, dass eben über Ruka eben die ganzen Geschichten unter die Menschen kommen oder an den Wänden hängen. Ja, das, genau. Das Ganze soll ja hier als zentrale Stelle sein, aber dann die Vernetzung nach außen auch online. Da liegt eigentlich das Geschäftskonzept der Zukunft. Schwabing, Zentrale, da trifft man sich, da macht man und dann geht es nach draußen. Im Grunde, Schwabing ist die Zentrale, das ist einfach, wie gesagt, ja, das Herz. Aber die digitale Welt draußen ist im Grunde ein unsagbarer Markt. Das ist ja nicht nur für die Münchner Kundschaft, sondern das kann in Amerika sein, das kann überall sein. Also im Grunde haben Sie einen weltweiten Vertrieb. Wir haben erst letzte Woche haben wir Bilder nach Neuseeland geschickt. Das kann man auch drüben wieder ausdrucken oder was auch immer, oder? Ja, könnte man auch. Ja. Also, auch das wird eines Tages, dass man sozusagen die Lizenz vergibt und wird dann in Neuseeland gedruckt. Also, das ist ja auch ein Punkt, dass man sagt, Sie haben natürlich auch viele Lizenzen, was auch wiederum, ja, man sieht es zwar nicht, ja, früher waren Ihre Poster so, dass man sagt, da kann man reingehen, da kann man bladeln, da kann man einfach sagen, ja und das. Aber die Zeit ist ja einfach heute so kostbar. Und darum ist es eben wirklich wichtig, dass Sie eben diese Lizenzen auch logischerweise als Distribution, können Sie die weitergeben, oder? Ja. Und die Künstler, für die ist es eine Riesenbereicherung. Ja. Denn der Künstler hat die Bilder zu Hause, die werden nicht gesehen. Was nicht gesehen wird, kann ich nicht bewegen. Und über diese neue Technologie, ich habe die Idee ja schon länger, aber jetzt ist sie reif.
wird der Künstler nach außen gesehen. Und er hat einfach einen Vertrieb. Ja. Er hat eine Vertriebsabteilung, ohne dass er irgendwie Kapital. Aber wie werden die Bilder, werden die abfotografiert? Die werden digitalisiert. Wie geht das? Ja, wir haben da spezielle digitale Scanback, da haben wir ein eigenes Studio. Das machen auch Sie? Also alles heißt, hier vor Ort. Also das heißt, wenn jetzt auch Künstler zuschauen würden die, und sagen, das wäre mal interessant, könntet ihr jederzeit zukommen? Aber sicher. Und so bereiten wir das auf. Und ist auch der Nutzen vom Künstler. Und wenn einer am Original interessiert ist, ist es heute mit der Logistik kein Problem, wenn wir hunderte von Motive von einem Künstler haben. Ein paar Tage später kann er sich die Originale anschauen. Aber die jungen Leute kaufen eher den guten Digitaldruck vom Original. Und da hat der Künstler den Nutzen, kleine Tantieme, die ist nicht viel, aber er kommt in Umlauf. Wenn ich nur an den Bruse denke, dieses Bild, das Original, war vor zig Jahren schnell verkauft. Ist weg. Ich habe damals gesagt, wenn es im Schlafzimmer hängt, sehen es wenig. Gut, heute ist etwas mehr Fluktuation, sehen trotzdem wenig. Ja. Aber über den Digitaldruck, das haben wir schon hunderte Male in Umlauf, wird der Bruse überall gesehen. Mhm. Und wenn dann einer sagt, ich will keinen Druck, ich will ein Original, aber der Künstler gefällt mir, dann kann er aus dem Repertoire sich ein Original. Und schlussendlich kann der Künstler vielleicht auch dann für ihn was Spezielles auch malen. Das wird auch immer mehr, das gab es ja früher schon. Ja. Die wirklichen Künstler, die überlebt haben, die haben von der Auftragsarbeit gelebt. Ja. Nicht von dem, was sie geschafft haben, warten, bis einer kauft. Das ist heute wieder. Ich appelliere immer an die Künstler, arbeitet, auch Auftragsarbeit. Mhm. Nicht nur, was man selber an Kreativität hat, da wartet man lang, bis man... Also sehr wirklich spannend. Ich kenne Sie jetzt schon so viele Jahre oder Jahrzehnte, aber Sie entwickeln sich immer weiter. Und sind immer so an der Spitze, eben, was auch gewünscht wird. Jetzt haben wir hier, was ist denn das? Das ist auch ein Drucker, oder? Wir haben also die verschiedenen Drucker. Mhm. Hier drucken wir sogenannte Poster. Kann man das mal sehen, oder? Jetzt mal schauen, ob wir das auf die Schnelle hinkriegen, laufen lassen können. Mhm. Ja, das geht ja rucki zucki und wieder ist ein schönes Bild entstanden. Ja, das hier ist zum Beispiel ein Foto von den Seychellen. Mhm. So kann man, wenn einer auf den Seychellen war, so wie ich, kann man sich also das Bild hier direkt vor Ort auf die Schnelle als individuelles Poster ausdrucken. Jetzt haben Sie ja hier in Ihrem wunderbaren Laden, haben Sie ja unglaubliche, unterschiedliche Motive, unterschiedliche, also Sie haben im Grunde alles. Ja, Sie kennen praktisch, wenn einer kommt und sagt, ah, ich stelle mir jetzt vor, ich möchte Tiere haben, ja? Dann sagen Sie, okay, was wollen Sie haben? Wollen Sie Raubkatzen? Was wollen Sie? Wollen Sie Miezekatzen? Also Sie haben ja alles, oder? So ist es. Und dann können Sie das einfach auch zusammenstellen, was ja auch wichtig ist, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt irgendwie einen großen Saal schmücken oder ich habe eine große Veranstaltung, ich habe leere Wände und möchte irgendwie jetzt für ein Wochenende dort Poster auf oder Bilder aufziehen, das können Sie alles machen. Oder? Ja. Deswegen heißt ja auch unser Slogan, alles rund ums Bild. Mhm. Es gibt praktisch nichts, was man nicht lösen kann. Aber heißt nicht auch alles rund ums Know-how? Ja, das ist die Grundvoraussetzung, sonst geht es gar nicht. Jetzt würde ich mal sagen, jetzt gehen wir mal hinter, weil wichtig ist, ein Bild lebt natürlich auch vom Rahmen. Ja. Dann gehen wir mal in die Richtung Rahmen. Ja, Herr Rucker, bei Ihnen geht ja alles ein und aus. Sie haben Kunden aus der Unternehmerschicht, glaube ich. Sie haben Familien, die kommen. Sie haben junge Menschen, Studierende. Warum ist das so? Das sind schon auch Sie, weil Sie sind schon auch ein Typ. Ja, Sie sind ja, ja schon, okay. Ich kann es nicht begründen, warum das so ist. Es ist so. Mhm. Es kommt vom Mercedes-Vorstand bis zum Architekten, bis zum der nur Handwerker, der alles Handwerker, ist da, alles, ja, von A bis Z eigentlich alles. Und Wissenschaftler. Bilder fürs Herz, würde ich sagen. Mhm. Und so werden wir auch einmal in absehbarer Zeit was für, wo also für Bilder fürs Herz rüberkommen. Mhm. Die können vielfältig sein, das können Herzen sein, das kann Kunst verschiedener Art. Es ist alles zu gestalten auf den Individualismus, auf den persönlichen Geschmack. Und diese Beratung mit der Vielfalt im Hintergrund, mit den Möglichkeiten, nicht nur teure Originale, sondern auch in einem Digitaldruck, den ich auch vor 15 Jahren
mit einem Weltunternehmen in die Welt gesetzt habe, sozusagen, ist heute fester Bestandteil. Und da sind wir mit allen Geräten ausgestattet und können das individuell machen. Und so, wie Sie das machen mit Ihrem unglaublichen Know-how, also 51 Jahre, und Sie sind ja immer weiter gewachsen, auch mit Ideen, und Sie sind wirklich ein voll kreativer Mensch, also kenne ich Sie. Und Sie haben ja schon Faschingsorden gemacht für den Halle. Also Sie haben spezielle Dinge gemacht zu allen Anlässen, sind Sie im Grunde kreativ. Dieses unglaubliche Know-how, gibt es denn da einen Wettbewerber, der so vergleichbar ist, wie Sie das machen? Ich weiß es nicht. In dieser Herzlichkeit? Ich habe mir da nie Gedanken gemacht, ob es Wettbewerber gibt. Ich kriege nur immer wieder die Bestätigung, das, was ich in die Welt gesetzt habe, die Ideen sind nicht so schlecht, denn sie verbreiten sich. Und ich sage immer, oder bin gefragt worden, ja, warum hast du das nicht schützen lassen oder dieses, jenes. Ich habe immer gesagt, eine gute Idee ist erst dann gut, wenn sie verbreitet ist. Eine schlechte Idee, die habe ich ein Leben lang geschützt. Und ich halte nichts von Schützen. Ja, ja. Und wenn Sie jetzt einfach mal so Revue passieren lassen, diese ganzen Jahre, da haben Sie ja Hunderttausende von Postern und Kunden und persönliche Freundschaften haben Sie entwickelt. Also im Grunde, ja. Eine große Familie, ja. So kann man wirklich sagen, eine der größten Besonderheiten war, dass ich, wie ich 200 Jahre Bangkok, Thailand feiert sein Königshaus, exklusiv fotografieren durfte und somit den persönlichen Bezug zum König Bhumibol bekam. Er leidenschaftlicher Fotograf, ich als einziger mit einer Linhof Technorama. Von 1000 Fotografen war ich also da schon der Sonderling. Und der König hat mich dann gefragt, ob er die Kamera mal anfassen darf. Und das hat Folgen gehabt. Ich habe hier später eine Ausstellung gemacht, Teil am Fernsehen Königshaus. Er hat recherchieren lassen, wer ich bin, was ich mache, und hat seine Tochter auf Staatsbesuch hier in die Galerie geschickt, um die Ausstellung zu eröffnen, mit dem Hintergrund, dass sie sich die Kamera von mir noch mal erklären ließ. Und das war am Samstag. Sie ist am Sonntag zum SOS Kinderdörfer nach Diesen, weil sie sich sehr stark für diese SOS Kinderdörfer engagiert. Und am Montag ist sie zu Linhof und hat ihm die Kamera gekauft. Also das ist eines meiner großen persönlichen Highlights mit Persönlichkeiten. Ja, und dann natürlich Frank Zappa hat ein Konzert in München gehabt. Am Abend vorher seine Bandmitglieder bei mir im Postershop. Ich habe einen Zug gemacht, am Boden haben die, sage ich es einmal ganz auf Bayerisch, gefressen und gesoffert. Die haben uns einmal einen gescheiten Steingerück und Schweinshaxen hier am Boden. Und der Frank Zappa hat aus New York versucht, seine Bandmitglieder im Hotel zu erreichen. Ist natürlich nicht gelungen, weil die bei mir waren. Und am nächsten Tag, wie er am Mittag in Riem ankam, haben wir gedacht, was machst? Der reißt mir ja den Kopf ab, dass seine Leute hier versumpft sind. Habe ich ihn auch mit einem Steingerück und der Schweinshaxen am Flughafen empfangen. Er wusste erst nicht, wie ihm geschieht. Also das Konzert am Abend ging gut und somit bin ich straffrei aus dem Frank Zappa davongekommen. Eine der unglaublichen Bilder, die Sie gemacht haben, war das Bild von München, dieses Panoramabild. Ja. Das war ja damals, glaube ich, der Oberbürgermeister Ude hat sie da beauftragt. Das ist ja tausendfach irgendwie vervielfältigt worden. Das war ja auch großartige Kreativität von ihm. Ja, ich wollte, das war 2006, die neueste digitale Technologie. Wo hört die Großbildfotografie auf und was ist digital machbar? Mir ist es gelungen, vom alten Peter, der war da eingerüstet, mit 1,3 Gigabyte Daten, man kann sich die Datenmenge gar nicht vorstellen, dieses Panorama geschaffen, in Zusammenarbeit mit Linhof. Und das habe ich damals genannt, das schärfste Bild Münchens, weil es eine Detailwiedergabe bis heute hat, die nie wieder erreicht wurde. Und dieses Bild galt für die 850 Jahre München und so weiter. Und 2007, wie das Rathaus eingerüstet war, haben wir das mit 8 Meter als Bauzaunbild gemacht. Und da konnte das ganze Jahr die Millionen Touristen vor diesem Riesenbild sich fotografieren. Und es ging also das München-Panorama um die Welt. Jetzt sind wir hier, Herr Rucker, in der Rahmenabteilung. Die ist natürlich auch wichtig. Da haben Sie natürlich auch erst einmal schnelle Lieferzeiten, gell? Also ich habe ja auch schon einiges bei Ihnen gesagt. Sie sind wirklich da ein Zauberer, ja. Aber die richtigen Rahmen muss man auch wieder das richtige Know-how haben. Also manche Kunden sagen, ja, was nehmen wir denn jetzt für einen Rahmen, ja? Also das ist ja auch über die Jahrzehnte wahrscheinlich. Ja gut, gewachsen. Jetzt geht es erst einmal los. Jedes Bild braucht den richtigen Rahmen. Zuerst einmal
wo kommt das Bild hin, in welchen Raum. Der Raum ist erst einmal der Rahmen. Nicht einfach nur ein Bild in einen Rahmen stopfen. Also da gehört schon eine umfassende Beratung. Also zum Beispiel Schlafzimmer, wenn das noch aktiv ist, wird wahrscheinlich die Farbe schwarz nicht sein, oder? Ja, so gut, da könnte man mittlerweile Blinklichter einbauen. Okay. Oder rot, genau. Da ist die Vielfalt gegeben. Nein. Und dann muss man auf das Objekt eingehen. Wie behandle ich das Objekt in den richtigen Kunden. Rahmen? Wie ist der Mensch? Und mit dem Kunden. Man arbeitet hier. Das kann man einfach. Es gibt verschiedene Dinge, die online so ohne weiteres nicht machbar sind. Auf das haben wir uns das vielleicht noch einzuflechten. Wir haben uns voll spezialisiert, was normal online nicht so ohne weiteres machbar ist. Das muss man in der heutigen Zeit für die jungen Leute ganz wichtig sich konzentrieren. Wenn ich was Spezielles mache, wo ist der Online-Markt und was kann ich mit Individualismus erreichen? Und der ist gigantisch groß. Man braucht nicht immer Angst haben vor der Online-Geschichte. Ja. Aber man muss sind wir wieder beim Ausgangspunkt, die Kreativität. Und Biss haben. Ja. Und das ist beim Rahmen, das muss man mit dem Kunden zusammen erarbeiten. Besprechen, ja. Welches Passepartout dazu, das dann passt. Oder freischwebend, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und dann welche Leiste passt. Sowohl in den Raum, wo es hin soll, was gefällt dem Kunden und ganz wichtig, was passt zum Bild. Das ist eine Symbiose, die man hier erarbeitet. Nicht einfach in einen Rahmen stecken, man muss eine Symbiose schaffen, wie in allem im Leben. Jetzt möchte ich Sie gerne mal ansprechen. Sie sind ja, Sie haben eine mega Energie, aber unser Leben ist ja auch endlich, das muss man so sehen. Das heißt, Sie sind ja im Grunde jetzt in einer Position, wo ein Nachfolger im Grunde ja fällig ist. Ein Richtiger, der sagt, ich habe Spaß, ich will vom Herrn Rucka viel Know-how übernehmen. Ich möchte einfach diese fantastische Vision von Wolfgang Rucka, von Rucka Namen hier in dieser fantastischen Lage, das möchte ich einfach übernehmen. Wenn jetzt einfach so ein Junger oder was auch immer jemand sagt, das gefällt mir, das ist wirklich Zukunft, die ganze digitale Welt ist Zukunft, da geht der ja praktisch in eine gemähte Wiesen, sage ich mal bayerisch, oder? Ja, gemähte Wiesen würde ich nicht sagen, aber frisch neu gesät und neue Gräser sprießen. Ja, aber auch die alten Gräser, die sind schon auch gut. Der alte Rasen, da ist schon viel da. Wenn einer, da muss man sich ja zusammensetzen, da muss man mal spazieren gehen, da muss man im Englischen Garten gehen und sagen, erzählen Sie mal, Herr Rucka, was haben Sie noch gemacht, wie ging das los? Sie haben ja auch mit keinem Geld angefangen. Erst ja, eigentlich mit nichts. Mit nichts, ja. Ja gut, und das also, ist heute nicht mehr so, ja, ohne weiteres möglich. Aber es liegt ja tonnenweise Geld bei den Banken, gibt keine Zinsen und manche Menschen sagen, ich brauche eine Idee und ich brauche, es braucht der, wenn Sie nachfragen, da braucht es einen Visionär, der sagt, ich habe Spaß. Ja. Ja? Aber was muss der mitbringen? Erst einmal auch ein Unternehmertum. Unternehmerbrille. Richtig. Leidenschaft und Begeisterung für und in Schwabing. Und Disziplin auch. Gell? Und die Disziplin. Fleiß, alles das. Ja. Und dann die Kreativität weiterentwickeln. Eigene Ideen. Ich kann gern in der beratenden Funktion, auch medienmäßig oder egal wie auch immer, vieles noch einen jungen Menschen hier in die Institution hineinwachsen zu lassen. Er kriegt ja da im Grunde ein Stück Schwabing mit, oder? Ja, so kann man schon ja sagen, oder? Ja, ja, und ja. Das ist ja traumhaft. Ja, ein Stück Schwabing, ich würde sagen, er kriegt Schwabing mit. Ja, ganz Schwabing, ja. Genau. Schwabing und dann damit verbunden die Institution, die Kultur. Und ich muss sagen, ich bin dankbar, dass ich als junger Mensch nach Schwabing kam. Wäre ich in irgendeinem Stadtteil, ich will jetzt keinen nennen, diese Ideen oder diese Kreativität, die ich hier entwickelt habe, hätte ich wahrscheinlich woanders nie gehabt. Und Schwabing lebt ja nach wie vor. Also das kann man einfach nicht totreden, gell? Oder totschreiben. Ja? Also Schwabing lebt schon. Wir haben schon einmal eine Phase vor 20 Jahren gehabt. Da habe ich immer gesagt, Schwabing ist nicht tot, aber Belebung tut Not. Und diese Belebung ist vielfältigst in den letzten Jahren geschehen. Zum Beispiel? Der Wedekindplatz neu gestaltet, im Sommer abends gerammelt voll. Der Münchner geht wieder nach Schwabing. Die Lokale, neue Lokale, alle abends voll. Oft geht es ohne Reservierung immer. Und ist also, auch nicht so teuer, Schwabing. Gell? Also nein. Der kleine Italiener an der Ecke. Also es gibt ja so viel, das kann man entdecken wieder. Ja,
Nein, Schwabing ist wieder lebenswert für alle jungen Menschen, für die Älteren auch, aber vor allem für die Jungen. Und ich bin ein Junggebliebener, ich lebe mit der Jugend mit. Mhm. Aber die Aktivitäten, ich in der Beraterrolle, junge Leute hängen sich ins Zeug für ihre Zukunft. Mhm. Jetzt müssen wir auch noch mal reden, wenn die Leute zuschauen. Sie sind natürlich auch jemand, der viel für den Fasching tut und auch getan hat. Der Münchner Fasching kommt auch wieder ein bisschen, oder? Kann man das so sehen? Oder war jetzt natürlich das Jahr 2017 war natürlich jetzt nichts Lustiges, wo die Leute dann auch wegbleiben und sagen, also die Welt ist schon nicht mehr die gleiche. Aber sagen Sie mal ein bisschen was zum Münchner Fasching. Ja, Fasching wird es immer geben, wird immer bleiben. Er hat sich natürlich verändert, genauso wie Schwabing verändert hat. Wir früher haben wir viele Live-Lokale gehabt. Früher haben wir halt Haus der Kunst und Regina und da haben wir sich schnell maskiert. Ja. Das macht man heute nicht mehr. Ich bin erst gestern von den Medien gefragt worden, Fasching in Schwabing. Sage, wir haben in Schwabing das ganze Jahr Fasching. Mhm. Das ist so. Mhm. Die jungen Leute sagen sie, wir brauchen nicht jetzt diesen fokussierten, gezielten Fasching, da mache ich jetzt irgendwas. Die sind das ganze Jahr und das ist das Erfreuliche an den jetzt Jungen. Wenn ich noch mal ganz jung war, das wäre für mich der Fasching, weil man das ganze Jahr Freude, Spaß, Lebendigkeit hat. Mhm. Und das ist der jetzige Fasching. Mhm. Nicht fokussiert auf diese paar Wochen. Mhm. Und dieses, wie Sie richtig sagen, sagen wir mal, immer dieses so ein bisschen nachschauen, wie man aus die Rheinländer, das ist, die Rheinländer sind ja schon, die maskieren sie, ja. Die sind gut drauf. Das kriegen wir in Bayern, kriegen wir das nicht hin. Das braucht es auch nicht, genauso wie man woanders kein Oktoberfest hinkriegt. Ja, das sind einfach feste Brauchtumsdinge, die örtlich so gebunden sind, die kann man nicht verpflanzen. Mhm. Und das muss man auch so respektieren. Ich habe jetzt eine Vision. Für 2018, da ist der Sonntag, ein 11.11. Und da habe ich die Vision, dass alle Faschingsgesellschaften aus der ganzen Region an dem Sonntag, 11.11. ihr Faschingsprinzenpaar vorstellen. So etwas hat es noch nie gegeben. Also das ist so eine Vision. Und da sind Sie natürlich auch wieder mit der Kamera unterwegs, gell? Ja, auch, ja. Mhm. Aber jetzt einmal der Antreiber für sowas. Ja. Jetzt, was haben wir da noch? Das ist ja... Jetzt ist doch zu schnell gekommen. So, da haben wir jetzt gerade... Das ist ja so ein Kunstwerk. Gerade ausgedruckt. Mhm. Das ist jetzt hier der sogenannte Kunstdrucker. Mhm. Vorne haben wir einen Posterdrucker gehabt, wo wir hochwertigst Originale als Kunstdruck machen. Und hier haben wir das typische Traumstadtbild von dem Schwabinger Künstler Ferry Hauber. Und das ist also auch das sogenannte Traumstadtbild. Jetzt haben wir da nochmal eine Kulisse. Das ist ja so das richtige alte Schwabing. Ich kenne das nur aus meiner Jugendzeit. Da war ich noch ganz jung. Ja. Die ganzen Kneipen. Und dieses Bild war... In den 60er Jahren hat es der Künstler Hermann Geiser gemalt, mit 4 Meter Länge. Und wo war das Kind? Das war in der Seerose und ist zurzeit verschollen. Ich suche immer noch nach dem Original. Mhm. Ein paar Tipps habe ich, aber ich konnte es hochauflösend fotografieren und kann es also als großen Druck optisch rüberbringen. Das ist natürlich... So typische Wedekindplatz aus der Sicht eines Künstlers. Wir haben bei Gisela, wir haben Badewanne, wir haben die Seerose. Wir haben hier die Hängematte, das Brathändl, das sind wir jetzt. Da war früher bis 67. Was war das Brathändl, was war das? Das war das erste Brathändl-Lokal, bevor der Jan angefangen hat. Der Jan hat in der Amalienstraße. Ja. Und hier, die Familie Ledermann hat hier das Brathändl gehabt. Und wie das da gab es nur Händel, oder? Nur Händel. Und Gurde, waren das Gurde? Waren fantastisch, fantastisch. Aha. Und ich habe ja oben schon den Großfutterbetrieb gehabt, bin jetzt zum Händlerrissen runter. Und wie die aufgehört haben, war ich bei meinem Hausbesitzer und habe gefragt, ob ich die Räumlichkeit haben kann. Ich brauche es für Ausstellungsraum, für Großfoto. Postershop ist draus geworden. Und der war dann so nett, da war nämlich Lokalkonzession drauf, auf die hat er verzichtet und hat gesagt, Herr Rucker, Sie sind so dynamisch und so fleißig, Sie kriegen es. Ja. Und die Geschichte wissen wir jetzt seit 51 Jahren. Und was natürlich auch so stark ist bei Erna, wenn Sie irgendwo bei Veranstaltungen, Sie haben ja schon oft bei uns, bei unserer Stiftung Herz für Herz fotografiert, innerhalb von fast Sekunden kommen, die fotografieren und zack,
kommen schon die Beuteln per E-Mail an. Also das ist ja, Sie sind schon einmal an der obersten Spitze der Digitalisierung, oder? Sie ja, aber man muss immer vorn dran sein. Ja. Sobald man mal auf einem Level des Normalen ist, ist man schon einer unter vielen. Ich war immer vorn dran und eigentlich immer in der Vision voraus. Und den Zeitvorschub habe ich immer genutzt gegenüber Mitbewerbern. Bis die so weit waren, war ich schon wieder mit der Idee eins weiter. Mhm. Und das ist eigentlich mein Markenzeichen, ja. Immer vorn dran sein. Und immer wieder neue Ideen zu haben. Und Sie sind ja praktisch, wann schlafen Sie mal? Sie kommen immer mit neuen Ideen. Ja, der Schlaf ist sehr wichtig, um am nächsten Tag fit zu sein. Ja. Aber man muss sich nicht die Nächte um die Ohren schlagen. Da ist ein Bett sinnvoller. Ja, das stimmt. Sie haben aber nach wie vor noch doch auch richtige Poster da, wenn jetzt einer sagt, ja. Und da kann man ja natürlich auch platteln, sage ich mal. Wir haben vorne noch einige der Posterständer. Mhm. Man darf die Geschichte nicht ganz verdrängen. Die Leute wollen es auch gleich spüren. Es wäre fatal gewesen, wenn ich vor einiger Zeit gesagt habe, ich schmeiß alles raus, macht alles cool, hochmodern. Dann wäre die Geschichte und alles tot gewesen. Mhm. Aber man muss es sukzessive erneuern und auf den aktuellen Stand bringen. Wenn ich Sie jetzt einfach mal frage, wir schauen die nächsten 3 Jahre aus. Was wünschen Sie sich da? Wünschen Sie sich einfach den richtigen Menschen, der sagt, ich mach jetzt einfach aus der Vision, setze nur eins drauf vom Rucker und Sie freuen sich und sagen, ich berate den noch, ich bin hinter ihm, ich habe Freude, ich kann mein Lebenswerk im Grunde übertragen. Ja, ich fühle mich im Moment wie ein Galopper im Gatter, der raus möchte, weiß aber, dass ich nicht als einzelner Galopper vorn weglaufe. Ja. Das sollte möglichst morgen schon der junge Mensch sein. Das junge Fohlen. Wo ich dann diese Ideen mit einbringen kann. Da sitzt man zusammen kreativ. Was setzt man sofort um? Businessplan machen. Businessplan. Oder was setzt man sofort um? Ja. Oder was mittelfristig? Ja. Und da meine Energie in der beratenden Funktion, dann kann ich mich auch effektiv einbringen. So bin ich mit dem ganzen Tagesgeschäft von 95% geht zu Lasten meiner Kreativität. Ja. Und die möchte ich wieder entfalten, noch mehr rauslassen. Wenn ich Sie einfach mal frage, wieso, jetzt zum Schluss unserer Sendung, wieso kommt Schwarz-Weiß wieder? Das ist ja auch so nostalgisch. Ja? Also wieso kommt Schwarz-Weiß wieder? Schwarz-Weiß, früher gab es nichts anderes. Und wenn man nur die Filmkunst anschaut, was das für Kunstwerke waren, wo man mit Licht und Schatten gearbeitet hat, lässt sich von der Farbe zu sehr verblenden. Mhm. Und da ist so ein Überhang von der Farbigkeit in allen Belangen, dass man gerne wieder zur Ruhe, auch zu Hause, unruhig, wenn zu viel Farbe da ein ist, gell? Gutes Schwarz-Weiß-Bild im richtigen Kontrastumfang, in der richtigen Stimmung, ist oft viel besser wie irgendein farbiges Bild. Und im richtigen Rahmen? Das auch. Und Sie haben nicht nur Rahmen, sondern Sie haben auch einen großen Rahmen, den wir heute so bisschen besprochen haben. Vielen Dank. Und liebe Zuschauer, ja, das war's schon wieder. Wir waren jetzt mitten in Schwabing beim Posterkönig Wolfgang Rucker und wir sehen uns wieder beim nächsten schönen Talk. Bis dahin noch eine schöne Zeit.